Die FDP-Politikerin Güde Jensen ist Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag und mit 28 Jahren die jüngste weibliche Abgeordnete. Und Frau Jensen, Sie waren gerade ein paar Monate dabei hier in Berlin. Da brach ein unfassbar erbitterter Streit um die Flüchtlingspolitik los. Wie haben Sie den erlebt? Wir waren natürlich nicht überrascht. Ich vor allem auch nicht. Wir haben bei den jungen Liberalen und auch in der jungen Gruppe. Auch nicht über die Heftigkeit. Naja, über die Heftigkeit kann man immer streiten und manchmal, glaube ich, ist es dann die Situation, in der das Ganze herausbricht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass diese Debatte vor allen Dingen auch in dieser Legislatur mit zwei neuen Fraktionen, mit einer Fraktion, die wieder im Bundestag ist, mit der FDP und mit der AfD auf jeden Fall dazu führen würde, dass dieses Thema nochmal wieder ganz anders auch in die politische Öffentlichkeit kommt. Aber ich denke, unsere Antwort darauf soll europäisch sein, sollte europäisch sein. Und da gebe ich mir auch Mühe, dass das auch von mir und von uns aus dem Menschenrechtsausschuss so gespielt wird. Aber hatten Sie den Eindruck, bei diesem Streit zwischen Seehofer und Merkel ging es eigentlich noch um Flüchtlinge? Also am Ende kann man natürlich das definitiv in Frage stellen. Ich würde sagen, es ging nachher um Testosteron und um Machtpolitik und nicht mehr darum, was wollen wir jetzt eigentlich aus dem deutschen Parlament senden und von der deutschen Regierung nach Brüssel senden und auch in die Welt senden. Und da sollte man sich ein bisschen wieder darauf besinnen, was hier eigentlich der Zweck des Ganzen ist. Und das war definitiv nicht mehr die Flüchtlingspolitik. Das einzig greifbare Ergebnis dieses Streites ist bislang, dass der Kontinent seine Außengrenzen besser kontrollieren will. Baut sich Europa zur Festung aus? Ich würde nicht von Festung sprechen, weil das ist ein Wort, was in dem Fall schwierig ist. Wir haben die Europäische Union und das Größte, was wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, ist im Grunde diese freien Grenzen innerhalb der Europäischen Union und die Möglichkeit für Staaten, wenn sie sich an die Spielregeln halten, an die Hausordnung halten, dazuzukommen. Das heißt, wir müssen darüber reden, sowohl in Deutschland, aber auch in Brüssel, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um und was machen wir daraus? Aber die Antwort sollte auch hier aus Deutschland immer sein, mehr Europa und eine gemeinsame abgestimmte Flüchtlingspolitik. Das geht nicht nur in Flüchtlingspolitik, das sehen wir auch in anderen erfolgreichen Verhandlungen. Aber Festung würde ich es nicht nennen. Aber mehr Kontrolle an den Außengrenzen ist auch ein Thema der FDP? Ja, mehr Kontrolle heißt zum Beispiel, wir wollen Frontex ausbauen. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass Grenzbeamte nicht aus bestimmten EU-Staaten kommen. Dann sind sie immer noch italienische Grenzbeamte oder maltesische Grenzbeamte, sondern wir brauchen europäische Grenzbeamte. Und eine starke Frontex-Gruppe von 15.000 bis 20.000 Grenzbeamten, die europäisch koordiniert sind. Dann haben wir nicht mehr das Problem, dass wir von unterschiedlichen, ich sag mal, Machtpolitiken, die aus den EU-Staaten kommen, sprechen, sondern wir haben ein abgestimmtes Regelwerk auf europäischer Ebene. Europäische Beamte wären es dann. Aber wo ist die Grenze zwischen legitimer Kontrolle und Abschottung? Das ist eine Grenze und das ist unheimlich schwierig, das merke ich auch in der Diskussion, vor allen Dingen, wenn man auch aus dem Menschenrechtsausschuss, deren Vorsitz ich habe, im Parlament darüber spricht, wie wir aus menschenrechtspolitischer Sicht die Asyl- und Flüchtlingsdebatte führen. Mir ist unheimlich wichtig zu betonen, dass es nicht nur darum geht, nicht menschenrechtlich konform zu denken, wenn man sagt, natürlich müssen wir darüber sprechen, dass an Europas Grenzen nicht jeder aufgenommen werden kann, der irgendeine Möglichkeit hat, einzureisen, sei es über das Mittelmeer oder die Balkanroute. Aber wir brauchen ein ordentliches Konzept dafür. Das liegt momentan noch nicht vor. Und ich finde, da kann Deutschland, da kann auch Herr Seehofer, der nicht beim Europäischen Rat in Brüssel war, was ich eine Frechheit finde, mehr tun. Und da können wir auch als Deutsche in der Europäischen Union deutlich mehr wirken, als wir das momentan tun. Aber seit 3 Jahren reden wir drüber und bislang herrscht eher der Eindruck vor, dass niemand, kein Staat in Europa, noch mehr Flüchtlinge aufnehmen will, als er schon aufgenommen hat, ganz abgesehen von denen, die gar keine wollen. Ist das eine realistische Beschreibung? Das ist eine realistische Beschreibung. Ich glaube aber, die Frage ist jetzt eher, die Herr Seehofer sich stellen sollte, was macht er denn mit dem Problem? Sagt er sich jetzt, wir als Bundesrepublik Deutschland, wir haben ein gutes Standing, das wir uns leider momentan ein bisschen verspielt haben und wir eigentlich wieder daran arbeiten müssen, dass wir ernst genommen werden und als derjenige gesehen werden in der Europäischen Union, der mögliche Lösungsvorschläge anbringt und sie dann diskutiert. Aber auch Sie sind in Verantwortung, Sie sind ja auch aufgefordert, Vorschläge vorzulegen. Das stimmt. Unser Vorschlag steht nach wie vor im Raum und zwar ein koordiniertes Einwanderungsgesetz nach dem Punktesystem, wie es auch Kanada beispielsweise umgesetzt hat. Das kann man durchaus auch auf europäischer Ebene verhandeln. Nur da brauchen wir dann auch einen Innenminister, der auf europäischer Ebene dafür Stellung bezieht. Wie das nachher aussieht, da können wir gerne drüber streiten. Hat dieser
tiefe Graben, den die Flüchtlingspolitik in Deutschland zwischen die Lager gezogen hat, vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass da sehr viel Starrsinn dabei ist, sehr viel Wir- und Ihr-Denken und Für- und Gegen-Flüchtlingspolitik, was man vielleicht gar nicht so formulieren kann. Ist das ein Grund mit, dass wir so unerbittlich gegeneinander diskutieren in Deutschland? Das mag sein. Also, dass man sich dafür rechtfertigen muss, bestimmte Worte nicht mehr in den Mund nehmen zu dürfen, weil man sonst gleich in eine Ecke gestellt wird, davon halte ich nichts. Ich glaube, man sollte vor allen Dingen jetzt in einer Situation, wo wir sehen, dass diese Gräben bestehen, neue Gesprächsmodelle, neue Wege auch denken und Gesprächskanäle eröffnen. Und ich bin aber davon überzeugt, und das werde ich auch nicht müde zu betonen, dass wir eine europäische Lösung dafür brauchen und da nicht als Nationalstaat Deutschland alleine voranschreiten können. Weil das erlebt man jetzt ja auch in dieser Diskussion. Es geht gerade nur noch um die österreichisch-deutsche Grenze. Wir sprechen ja noch gar nicht von einer europäischen Lösung. Und das ist was mir nicht gefällt, und ich möchte auch nicht, dass die Debatte so geführt wird. Diejenigen, die da entscheiden, nehmen wir mal den österreichischen Bundeskanzler aus, das ist die Generation Ü60. Haben Sie die Idee oder das Empfinden, dass vielleicht jüngere Politiker manche Probleme einfach viel schneller und anders lösen könnten? Definitiv. Ich glaube auch, dass jüngere Politiker, vor allen Dingen auch mehr Frauen, wenn sie an Diskussionen beteiligt werden würden und ihnen auch zugetraut werden würde, dass sie vielleicht unkonventionellere Fragen stellen, auch schneller auf unkonventionellere Lösungen kommen könnten. Sagen Sie mal ein Beispiel. Ein Beispiel wäre, das merke ich auch hier im Parlament, man spricht nicht mit Linken. Oder die Vorurteile, die auch von der linken Seite gegenüber der FDP oder gegen jüngeren Abgeordneten von der FDP bestehen, mit denen möchte ich aufräumen. Ich spreche mit jedem in meinem Ausschuss, ich lade jeden zu Gesprächen ein. Und wenn das gute Ideen sind, warum sollen wir sie nicht weiterentwickeln? Warum sollen wir nicht mit Grünen zusammen einen Antrag schreiben, der, ich sag mal, zur russischen WM sich um die Menschenrechtssituation kümmert und anklagt, wie die Menschenrechte dort nicht vorhanden sind. Warum muss man das nur in seinen Graden machen, die wir vorgefertigt gelernt haben? Das verstehe ich nicht. Das heißt, daran wollen Sie arbeiten. Gibt es da schon erste Erfolge? Tatsächlich hatten wir einen Erfolg, der liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück. Im Frühjahr haben wir einen überfraktionellen Antrag zur Situation der Rohingya in Myanmar und Bangladesch gestellt. Tatsächlich mit der Großen Koalition, die damals noch im Werden war, und mit den Grünen und der FDP. Und da hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Das merke ich sowieso bei Menschenrechten. Wir streiten ja nicht über das Ob von Menschenrechten, sondern über das Wie. Frau Jensen, 12 von 709 Bundestagsabgeordneten sind unter 30. Das ist jetzt für die Relation auf die Gesamtbevölkerung eine krasse Unterrepräsentanz von den Jüngeren. Brauchen wir eine Jugendquote für den Bundestag? Aber das wäre spannend zu diskutieren. Ich halte von Quoten erstmal wenig als Liberaler. Da bin ich tatsächlich auch sozusagen meiner Geisteshaltung treu. Ich glaube aber, dass, wenn es nicht funktioniert, mehr junge Leute in politische Verantwortung zu heben, nicht nur hier im Bundestag, in den Landesparlamenten, in der Kommunalpolitik, dann müssen wir darüber reden, was wir stattdessen tun können. Aber ich glaube, da sind noch ganz viele Mechanismen, die noch nicht ausgenutzt sind. Zum Beispiel die Förderung von jungen Frauen, von Jugendlichen. Und was mir häufig fehlt, ist das Vertrauen, dass auch wir bereit sind, über Dinge zu sprechen und Lösungen zu erarbeiten, dass das nicht nur die älteren Hasen können. Und diesen Diskurs führen Sie natürlich im Internet, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Da gibt es einen Hashtag, diese jungen Leute, wo Sie auch kräftig mitmischen. Worum geht es Ihnen dabei? Bei dem Hashtag, diese jungen Leute, geht es im Grunde darum, man sagt es dann ja so, also der Hashtag ist ja im Grunde so ein bisschen abwertend, so ja, die jungen Leute, genau, wieder. Genau, was Ältere Ihnen so sagen. Genau. Und wir versuchen aber im Grunde unter diesem Hashtag damit aufzuräumen, auch Geschichten zu erzählen, was uns schon passiert ist, weil da sind wir tatsächlich fraktionsparteiübergreifend alle betroffen, sage ich mal. Und wir versuchen das aber so ein bisschen auf eine, ich will mal sagen, humoristische Ebene auch zu ziehen, zu sagen, das ist uns passiert, aber das ist unsere Antwort und wir können auch was. Und wenn wir da zusammenhalten, dann brauchen wir auch keine Jugendquote, sondern dann haben wir eine gute Jugendtruppe, die auch hier im Parlament arbeiten kann und für Jugendliche und generationengerechtere, weil das ist ja immer das große Schlagwort, Lösungen streiten. Und parteiübergreifend eben auch, wie Sie gesagt haben. Sie sind Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag. In einer Zeit, in der Menschenrechte in immer mehr Staaten nicht mehr so wichtig gefunden werden, wie motivieren Sie sich da trotzdem gegenzuhalten? Genau mit diesem Grund, weil es so viele
ich will mal sagen, nicht Probleme, aber Herausforderungen gibt weltweit. Es gibt so viele Fälle, denen man sich annehmen kann. Und wenn ich nach einem halben Jahr, knapp einem halben Jahr jetzt schon die Lust verloren hätte, wäre das dramatisch. Das ist nicht der Fall. Und ich lerne in dieser Arbeit, das motiviert uns auch im Büro und hier im Parlament, jeden Tag so viele, auch vor allen Dingen junge Menschen kennen, die sich für Menschenrechte weltweit einsetzen. Und es macht Spaß, dazu zu lernen und auch die Erfolgsgeschichten aus verschiedensten Ländern zu hören und sich daran auch so ein bisschen aufzuheben und zu sagen, und das ist der Grund, warum wir weitermachen. Dann müssen Sie uns aber eine Erfolgsgeschichte auch sagen. Das Projekt, was ich gerne hervorheben möchte, ist Parlamentarier schützen Parlamentarier. Das ist hier ein Programm aus dem Deutschen Bundestag, was im Grunde sich darum kümmert, dass Menschenrechtsverteidiger weltweit aus dem Parlament hier unterstützt werden. Und wir da in regelmäßigen Abständen auch Hafterleichterungen für Inhaftierte erreicht haben oder Freilassungen erreicht haben. Gerade vor anderthalb Wochen wurde der Menschenrechtsverteidiger aus Vietnam, Van Dai, mit dem Menschenrechtspreis hier ausgezeichnet. Er wurde freigelassen durch das Engagement hier von einer Abgeordneten. Und das sind genau die Erfolgsgeschichten, die wir brauchen, um diese Themen mit Menschen zu verknüpfen. Heißt, Menschenrechtspolitik ist auch in diesen Punkten deutlich mehr als Symbolpolitik, habe ich verstanden. Und wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. So schnell gehen 12 Minuten vorbei. Wir haben noch die Bitte an Sie, dass wir Ihnen 3 Satz Anfänge vorgeben, mit der Bitte, diese Sätze zu ergänzen, Frau Jensen. Der Humanismus ist ein europäisches Erbe. Ich kämpfe dafür, dass Europa dieses humanistische Erbe nicht verspielt. Ich wünsche mir, dass Deutschland in 10 Jahren das Wahlrecht ab 16 eingeführt hat. Und Sie haben schon angefangen, diesen Satz, den ich noch mal aufnehmen möchte. Mehr Vertrauen in junge Politiker ist notwendig, weil? Weil wir sonst die politische Zukunft Deutschlands gefährden. Güte Jensen, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.